Hallo, zurück zu Star Trek Online hier auf meinem Channel Clinton und LP. Wir befassen uns heute wieder mit der nächsten Quest, und zwar Episoden. Wir waren zum Schluss, haben wir das durchgeackert, jetzt gibt es neue Grenzen. Echos des Lichtes heißt die Quest und da gehen wir auch heute bei. Ich will auch nicht gerade heute lange rumschwafeln wie in den letzten Folgen am Anfang. Wir rufen hier gleich mal das Ganze auf. We've been in regular contact with the Lucari, and they've recently unveiled a new starship designed for space exploration. They're eager to head out into the unknown, and they've asked us to give them a hand. Starfleet has decided to send you to assist them in their first voyage beyond their home system. This is an exciting time for the Lucari. Watch over them and help them to see the value of space exploration, and let them make discoveries and follow their sense of wonder. Just don't let them get in over their heads. Gut, reisen Sie zum Lucari-System im Alpha-Quadranten und helfen Sie den Lucari bei der Erforschung der Grenzregion des bekannten Raumes. Sie erhalten Belohnung, la 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 la. Sie bekommen eine nautikanische Energielanze. Und ja, da ist noch ein bisschen was anderes, was es denn so gibt. Also, Set-Teile gibt's wieder. Wir gucken mal kurz rein. Falsche Taste. Journal. Lucari. Wer das nicht bekannt ist, der kann in einer der ersten Quests gucken. Von Zukunftssicher. Hier Sonnenaufgang. Hier haben wir mit dem Lucari zu tun. Da lernen wir das erste Mal kennen. Und ja, jetzt haben sie ihren Tiefenraumerkundung fertig gemacht. Wir akzeptieren mal. Kurze Beschreibung, was passiert. Wir haben im Sonnenaufgang festgestellt, dass es im System die Lucari gibt, die zwar warpfähig sind, aber sich nie über ihr System hinaus entwickelt haben. So, dann sind sie auf die Föderation angestoßen, haben auch schon andere kennengelernt und sind jetzt bereit, ihre Grenzen zu erweitern. Und wir sollen ihnen dabei helfen. Das Lucari-System befindet sich hier oben in diesem Bereich. Ich werde anders springen. Ich werde in den Alpha Quadranten, kann ich direkt nicht springen. Wir werden nach Deep Space Nine springen. Und zwar aus dem Grund, wegen Lucari, um das Ganze zu realisieren, wo befinden wir uns überhaupt auf der Karte. So, Ladebildschirm haben wir gerade. Wenn was sein sollte, es kann sein, dass ich mal ein bisschen trinke, wenn jetzt hier was ist. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich habe hier gerade so eine heiße Zitrone in mir stehen. Und aus dem Grund kann es sein, dass ihr Trinkgeräusche hört. So, wir wollen hier gar nicht in Deep Space Nine bleiben. Wir gehen hier gleich weiter auf Warp. Also wie schon mal, wenn ihr komische Geräusche hört vom Schlucken und so weiter, dann bin ich das. So, Bereich der Galaxie. Echo des Lichtes. Da werden wir jetzt hingehen. Lucari-System. Kurs setzen. Kurs ist gesetzt. Licht an. Und wir gehen auf Quantenslipstream. So. Da links sind die Badlands. Und wir machen halt weiter. Demnächst gibt es auch bald wieder neue Quests. Die werden wir dann, ich glaube, die haben wir sogar schon. Ah ja, da war das Akul-System. Genau. Muss mal kurz gucken, neue Quests, Episoden. Trojanische Krieg, sind die schon draußen, die Quests? Ach nee, die sind ja erst noch im Testserver. Genau. Clock angedockt. Perfekt, wir stehen auch schon. So, wir sind im Lucari-System. Da oben ist es mit der blauen Sonne. Hier hinten sind die Ferengi nahe. Wir werden also einiges wahrscheinlich hier zu Gesicht kriegen. So, Echo des Lichtes wird gestartet. Und Ladebildschirm. Ich sollte vielleicht trinken, wenn vorgelesen wird. Ich nehme mir noch den Löffel aus der Tasse, dann hört man es nicht, oder mich nicht ganz so laut. So.
Wir sind im Lucari-System angekommen, Admiral. Ihr Raumschiff ist hier in einem Standardorbit eingeschwenkt. Ich empfange regen Kommunikationsverkehr, Captain. Kumake scheint sich inmitten einer Diskussion zu befinden. Mit einem ferengischen Daimon. Helm, bringen Sie uns zum Schiff der Lucari. Dann bringen wir uns da mal hin. Meine lieben Kumake, denken Sie nur daran, wie sehr ich Ihnen helfen könnte. I try not to think about you at all, Mardrin. Madran, ich glaube, den kennen wir sogar, den Namen. Wenn nicht ich, dann denken Sie an meine nützlichen Kontakte für eine kleine Gebühr. Any friend of yours is someone I'd rather not know. Was? Sie? Ich dachte, ich wäre Sie endlich losgeworden. Ich meine natürlich, schön, Sie wiederzusehen, Admiral. Ja, Ihnen sind wir schon ein paar Mal begegnet. In ein paar Quests, ich hoffe, dass das jetzt alles passt. Gerade hängt meine Aufnahmerechner. Mal kurz gesagt, ich hoffe, dass das hier alles einigermaßen synchron bleibt, weil gerade hängt mein Rechner für den Tonspur. Jetzt hat er sich gefangen. Keine Ahnung, was war. Gut. Was wollen Sie, Blabla? Daimon Madran. Sie haben Glück, denn heute bin ich nur wegen Lucari hier. Ah, nun kommen Sie schon. Ich bin mir sicher, dass wir eine Vereinbarung treffen können, die beiden Seiten zufriedenstellen wird. Und ich bin auch durchaus dazu bereit, Ihnen eine Investitionsmöglichkeit zu bieten, die eine einmalige Chance. Sabin, schließen Sie den Kanal und rufen Sie Lucari. Thank you. That insistent Ferengi has been trying to make new trade deals with us since he first visited our system. Oh, everything he tries to sell is either broken or worthless. Kein Problem, es scheint Ihnen gut zu gehen, Captain. Thank you. It's good to see you again and under much better circumstances. You'll be happy to know that our star remains stable. We've not seen any Tholian ships since the incident, thankfully. The decision to explore was somewhat controversial, however. Many Lucari were resistant to the notion. We settled this moon long ago, after we were forced to leave our dying homeworld of Kentar. It was a difficult journey for us. Once we found our new home, no one was very excited about space travel. Still, the exploration initiative passed. Considering my experience, my people have chosen me to command the LSS Concordium. It was an honor I proudly accepted. Our ship is ready to go, and you are. Gut, wir haben irgendwo das Schiff. Moment, kann ich das kurz hier verschieben? Da. Ah, man sieht es leider nicht so sehr. Ich kann mal gucken, ob ich es ein bisschen. Nein. Ich fliege noch ein bisschen näher ran. Dann können wir uns das Schiff vielleicht mal aus der Nähe angucken. Ja. Es ist irgendwie hier, man sieht jetzt hier ein bisschen, es erinnert mich da, ein bisschen doch an andere Schiffe, so Standardschiffe, die es bei Star Trek Online schon länger gibt. So, wir sind bereit und warten auf Sie. Erzählen Sie mal etwas über Ihr Schiff. While we have some catching up to do, we've engaged the best engineering minds of our world to modify this vessel. I'm quite proud. We've done a lot in a very short period of time. We've added some of your defensive technology to this ship, as well as some warp drive upgrades. The Concordium is now capable of sustaining a top speed of just over warp 4. Our collaboration with your engineers has been quite inspirational. We've started work on a starship of our own design, one of many to follow the Concordium to the stars. Our ship is ready to go, and you are. Na gut, dann machen wir uns auf den Weg zu unserem Zielort. For our maiden voyage, I've chosen a star that is close enough to be within reach, but still just outside the area of space that you've explored, and obviously one that we haven't visited yet. According to your star charts, it's a yellow-white star called 20 Draconis. Navigation, berechnen Sie den Kurs. Es ist noch nicht vorbei, glauben Sie mir. Nächstes Geschäft verläuft nach meinen Bedingungen. So, und ab. Wir gehen auf Warp.
arrived on the outskirts of the system. There's a large field of rocky debris and asteroids. We're picking up various metals and crystalline formations. Should we approach one of the larger asteroids and take some more readings? Ja, fliegen wir zu einem größeren Asteroid und scannen ihn. Dann fliegen wir nochmal hin, ne? Die LSS Concordium, oder wie das jetzt ausgesprochen wird, wird uns schön folgen. Wie schon gesagt, das ist hier mein zweiter Charakter. Ich habe die Quests hier also alles schon einmal gespielt. Ja. Das hier interessiert jetzt nicht gerade so weit. Das scannen wir den mal in aller Ruhe. Man sieht denn irgendwas fliegt da. Readings coming in now. Large quantities of silicate, hematite, cafnium, iridium. Crystalline structures appear to be the result of deposits created under a heavy impact. Perhaps this asteroid was part of a larger one that broke up in a collision. Heading deeper into the field may yield more clues. Jo, wir fliegen tiefer rein. Sensors are picking up some movement on the far side of the asteroid. Not simple orbiting debris either. Ja, wir fliegen da jetzt mal hin und schauen, was es ist. Nordium heißt sie, glaube ich. Gut. So, ein bisschen Kurs abändern. Da sind sie. Die kleinen Tierchen. Wer das romulanische Questreihe gemacht hat. Ich wollte gerade sagen, wir sind denen schon mal begegnet. Und zwar im romulanischen Gesamtkram. Was zum Teufel? Moment, ich musste mal kurz hier ein wenig ich hoffe, dass es einigermaßen synchron bleibt. Naja, nee, wie schon gesagt, mein Rechner spinnt gerade, wo dies Audio-Stream aufgenommen wird. Tut mir leid, dass ich das jetzt ein bisschen mit habe. Gut, nochmal von vorne anfangen. Sie werden Gelki genannt. Wir übermitteln Ihnen die entsprechenden Dateien. Intriguing. The Gekli communicate using radio waves and feed on dust particles and energy emissions. And, oh, it seems an adjustment of our EM band is in order. I don't like the idea of the Concordium becoming a Gekli food source. Wir reduzieren unser EM-Band ebenfalls auf 0,02 Zyklen. Gut, wir reduzieren das. Zack. Minispielchen. We've adjusted our power systems. I'd like to gather more data on the Gekli before we move on. Any suggestions? Wir könnten könnten Sie mit Subraumtransmittern markieren. An excellent idea. We'll be able to track their movements and learn more about their migratory patterns and feeding habits. We'll need to get close in order to attach the tags safely. Bestätigt. Bringen Sie uns eine Gelki und befestigen Sie die Tags mit minimalem Kraftaufwand. Dann müssen wir da mal näher ran, weil die fliegen ja ein bisschen durch die Gegend. Wir passen mal auf, dass wir uns nicht im Asteroiden verhakern. So, jetzt markieren wir den Gelki. Data is coming in from the Gekli. I'd like to expand the number of tagged subjects to optimize data collection. Let's get close enough to slip in with a pod and join them in their swimming. Ja. Gut, fliegen wir zu einer Gelki-Kapsel und sehen sie uns genauer an. In die Nähe davon fliegen. Das werden wir jetzt tun. Ich weiß gar nicht, wieso ich mal ständig I drücke. Für Inventar. Weiß ich gar nicht. Genau. Ich fliege jetzt einfach mal hin. Gut. Ja, die hängen da wohl gerade ein bisschen. Neugeborene Gelki, wir wollen zu dem Erwachsenen.
Man kennt die aus Star Trek The Next Generation, sind sie einmal vorgekommen. Hier treffen wir ziemlich häufig auf diese Tierchen. We're getting close-up readings from all of the creatures. Aber wir müssen ja jetzt ein bisschen mitfliegen. They're treating us like one of their own. They're trying to talk to us with their radio waves. That was incredible. What a singular experience. We've spotted a larger group of them in an area not too far from here. This looks like a feeding ground for several Gekli pods. Let's go have a look. Gut, dann schauen wir uns das mal an. So, wir müssen jetzt nach nach rechts abbiegen. Das tun wir auch mal. So, dann ist die Markierung. Wir geben mal Gas und vollen Impuls. Jetzt verlangsamen wir wieder ein bisschen. Soll ja auch ein bisschen näher kommen. Gut, Gelki, Nahrungsgründe besuchen. There are signs that several Gekli pods frequent this area. There's a lot of dust and particulate matter, but we can't see how the asteroids are getting broken down. I think there's something we're not seeing on the visible spectrum. Your ship has a stronger deflector than ours. Can you emit a particle wave? We could use that to illuminate things that might be happening in different spectra. Wir können eine multispektrale Partikelwelle ausstoßen. So, mal Antrieb aus und... There's some kind of subspace shearing here. It's causing cosmic strings to snap off and break up the asteroids. That must be why the Gekli feed here. There's plenty of particulate matter for them to consume in the debris fields. I think we've collected some solid data here. We're ready to move on when you are. Sehen wir uns denn doch einmal an, was vor uns liegt. Zum nächsten Gebiet warpen. Wir sind schneller als wir. Passing by this stellar body. They look to have an orbital period of about 173 of your standard years. I'd like to know if they came from outside of the system and were caught in its gravity, or if they originated here. Shall we take some scans? Ein guter Start. Gut, wir scannen jetzt erstmal den Kometen. This comet is mostly ice and dust. There are indications that the cometary matter formed around a magnetic core. The other comets may be more interesting. Let's move to the other comets and study them closely. Gut, sehen wir uns einmal den restlichen Kometen an. Fliegen wir da mal hin. Den ersten Teil haben wir überprüft. Wir fliegen mitten durch Kometenschweif. Ich gehe mal hier auf NPC. Man muss jetzt den Chat nicht unbedingt gleich mitlesen. Habe ich vergessen umzuschalten. Da sind noch ein paar mehrere Stellen. Ein bisschen abbiegen. Dann sollten wir eigentlich genauer darauf zufliegen. Genau. Ich war schon wieder. Wieso ich die drücke? Das gibt's doch gar nicht. Irgendwie ist es wahrscheinlich Beschäftigungstherapie. Ja. Ich fliege jetzt weiter auf diesen Planeten zu. Also die Story geht noch ein bisschen voran. Ich fliege jetzt extra etwas langsamer. Ich weiß gar nicht, wieso so hinterher bleiben. Wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Gut, wir nehmen mal hier die Kernprobe. Habe ich nicht mehr dran gedacht, dass es ja auch in der Größe geändert werden muss. Ich
Ich war irgendwie so darauf konzentriert, das Schiff auf Null zu bringen. Naja. Das Spiel erinnert mich ein bisschen an das Silizium abbauen. Erd sammeln. The core sample shows signs of magnetic radioactive matter. This comet may have seen some interesting particle fields in its wandering. Der magnetische Kern hat sicherlich seinen Anteil daran, dass Material angezogen wird, aus denen die Corona sich bildet. Gut, dann geht's weiter zum nächsten. Gut. Wir nähern uns schon im nächsten wieder. So, wir halten mal an. Traktorkomet. Führe tiefes Grenze des Kometen durch, steht da links. Aber dieses Spielchen hier habe ich oft gemacht auf New Romulus. Holding the comet, let us get some detailed readings about its emissions. Based on the structure of its silicate crystals, it's been in a pattern. It picks up energy from its trip near the star, then loses that energy as it loops past the planets. Fortfahren. It's like ice melting and refreezing, but it seems to lose a large quantity of energy all at once near here. I'm not sure why. The radioactivity should be steady. Vielleicht wird diese Energie durch irgendwas entzogen. Suchen wir weiter. Comets seem to have a long orbit that coincides with the orbit of a Class A planet nearby. I'd like to launch a probe and see if the cometary movements have had any impact on the planet. Einverstanden, lassen Sie uns eine Probe starten. Eine Probe, also eine Sonde, starten, um präzise Daten zu sammeln. Sonde starten. Wir warten noch 6, 5, 4, 3, 2, 1 und das ist dort. Probe data received. The planet is radiating a considerable amount of heat for its size. Nothing our shields can't handle, but I don't see any expeditions to its surface happening anytime soon. Curious. I'm picking up several large moving sources of energy. Sensors indicate they're a life form of some kind. A cosmosoan, but not the Gekli. I'd like to study them if we can. Sehen wir uns die Lebensform einmal genauer an. Also beschleunigen wir wieder. Dann weichen wir den Asteroiden aus. Man muss ja nicht unbedingt dagegen fliegen. Wo müssen wir denn hin? An dem Planeten vorbei. Das heißt, wir machen mal voll Impuls. Ansonsten dauert das ja Ewigkeiten. Ah, jetzt folgen sie uns auch. Das ist schön. Geothermal in nature. Its surface is partially molten. No life forms detected planet side. Then again, it is rather warm down there. Was hier links sagt oder geschrieben wird, wird nicht unten im NPC-Chat angezeigt. Gleich mal zur Information. Ach, there they are. Magnificent, aren't they? Kurz was zu den Viechern gesagt. Wer Star Trek The Next Generation die Pilotfolge kennt, der weiß, was das hier für Tiere sind. Und für Wesen sind. The creatures are luminescent ovoids? Not sure how to describe them. They remind me of an aquatic life form native to Lucari Prime. There are little ones huddling close to the planet's atmosphere. They must use the heat and the planet's electrical discharges to survive. Sie sind eine Art von gut, ich kann es nicht aussprechen. Wir senden Ihnen nun die Daten. Interesting. These
life forms were encountered by the USS Enterprise-D on Deneb 4, someplace called Farpoint Station. They haven't been seen anywhere else since. We shouldn't harm them or their young. Let's transmit a greeting, then be on our way. Gut, verstanden. Wir nähern uns an und schicken den Kosmosonne einen Gruß. Wo geht's jetzt hin? Achso, wir sind so weit davon entfernt. Oh, ich habe die Entfernung unterschätzt. Wir sind wohl doch ein bisschen größer. Groß übertragen. The color display must be a form of communication. I didn't realize that life forms could exist in this fashion, living off the heat of planets, feeding on the particles in space, absorbing radiation from the cosmos. There's so much to see. Let's head to the next planet in the system and see what's there. Bevor wir überhaupt gehen, möchte ich kurz was sagen. Also wir haben hier gerade die Gelki, diese Wesen. Also was man in Star Trek The Next Generation nur ganz selten oder nur einmal gesehen hat, wird hier gerade alles in dieser Folge gestopft. Wir gehen mal auf Warp. Are you seeing this? My sensors indicate this planet is completely devoid of any organic material. And yet, it has a breathable atmosphere and lies well within the system's habitable zone. Most curious. Ja, ich denke, es wäre angebracht, dass wir uns die Sache mal näher ansehen. I'm picking up residual levels of radiation. Oh my. I believe I know what happened to this world. Some kind of proto-matter wave happened here. Protomaterie? Aber das ist doch gefährlich instabil. Not if you know how to resolve the chaotic turbulence with a tarfine reduction. This was a recent event. Some kind of proto-matter incident happened, and it wiped out all life on the planet. I think we should send an away team down to learn more. Bestätige, beamen wir ein Außenteam herunter. Beam down. Und abwärts. Ja, und da sind wir schon auf dem Planeten. Oh, not sure I'll ever get used to transporters. Let's see. Initial scans suggest this area used to be inhabited, but I can't find a single trace of organic matter. None. I see some carvings on those canyon walls. Let's take a look. Die Säule bei der Wand, der Schluss sieht ebenfalls interessant aus. Gut, ich habe was anderes gegeben beim Unterbeam, und zwar das da. Und das holen wir uns jetzt erstmal. Klar, ich könnte es auch holen, wenn ich allein noch mal hier runtergehen würde. Aber das ist hier gar nicht mal schlecht, sowas mitzunehmen. Da ist das nächste. Das holen wir uns auch gleich. Danach gucken wir uns die Säule drüben an. Ja, es ist ja auch ein bisschen Let's Play und nicht unbedingt Let's Show, deswegen machen wir dieses Ganze hier jetzt. Nehmen. Und weiter geht's. So, jetzt gehen wir ein bisschen langsamer. Säule untersuchen. The walls of this canyon were worked by tools. I'm sure of it. Sentient life forms lived here. Until the proto-matter detonation. This pillar here, it seems to be a sign pointing to that canyon. Perhaps a pathway there leads to a settlement of some kind. I'm reading metallic objects there as well. Shall we take a look? Gut, folgen wir dem Pfad durch die Schlucht. Ja, so, das ist look, sehr offen. There's some kind of large structure further down the canyon. Ja, das ist sehr offensichtlich, dass hier irgendjemand mal gelebt hat. Wir können auch mal kurz in die Nebenschlucht gucken. Hier ist so also eine kleine Nebenschlucht. Aber hier ist eigentlich auch nichts zu sehen. Gut. Weiter. Hier ist nochmal so eine Säule. Look at the size of that plaza. These people must have had quite a developed culture. Let's take some readings up there.
Gut, zentralen Platz untersuchen. This looks like a town square or ceremonial center of some kind. I see some murals on the far side of the square over there by that arch. I'd like to examine them. They might tell us more about this place. Verstanden, sehen wir uns die Bilder in der Nähe mal an. So, da drüben ist nichts weiter, da ist auch nichts weiter. Dann gehen wir mal zu den Bildern da rechts. These murals depict people bringing some objects to this place. Crystals or gems, I believe. They built their settlement around this site. I believe it was a place of great significance to them. The next mural may hold more clues for us. Let's have a look. Auf zum nächsten Bild. Das ist hier in der Mitte. Oder oben ist es genauer gesagt. This mural depicts the construction of this large structure. I suspect it was a temple or a place of contemplation for the people. The crystals were revered by the locals, perhaps even worshipped by them. Ja, zunächst. Oh, sorry. Ja, zum nächsten. Ups, da habe ich ein bisschen zu schnell geklickt. Wandbilder untersuchen. Ich war wahrscheinlich schneller mit dem Lesen als mit dem, als sie gequatscht hat. The crystals depicted in this mural appear to be growing for some reason. I wonder if this is a symbolic or literal representation of events. Perhaps the structure needed to be modified to hold the volume of crystals they collected over the years. Die Kristalle könnten auch aufgrund der natürlichen Einwirkung gewachsen sein. Quite the enigma we found here. I suspect there's more to be found inside. Getting there will be a challenge, however. According to my scans, these pillars are connected to some kind of massive mechanical structure. Probably the peak of technology for these people. I believe it's some kind of opening mechanism for the structure's door. Können wir sie mit einer Art Gerät oder mittels einem Trikot öffnen? We could probably force it open, but that could damage the structure, and too much force could even collapse it entirely. I suggest we create a holographic forensic reconstruction. Eine holographische Nachbildung der lokalen Lebensverhältnisse? Yes, it would be based on analysis of things like footprints, wear patterns and local construction. We can learn what people did here, how they went about their lives and how they made the device work. We'd be watching a replay of history, roughly speaking. Let's start by gathering information from relics and leftover traces of the people who once lived here. Wir sollten nach alten Werkzeugen, Fußabdrücken und vor allem nach allem anderen suchen, dass wir das uns mehr über sie verraten könnte. Die sind recht zurückgeblieben, nicht so fortschrittlich wie die Föderation, aber wissen von solchen Techniken. Der Rücken von ihr ist interessant, ne? Der bewegt sich so nebenbei. Gut, jetzt heißt es hier, die einzelnen Orte absuchen, das tun wir jetzt auch mal. Das wäre einmal das hier. These artifacts were used with opposable thumbs and indicate a likely hand span of 22 centimeters. Based on these footprints, these people had a stride that places them at about 1.6 meters on average. The wear patterns here show us that people leaned against here frequently. This was a meeting and gathering area. Strange. These relics should be covered with dust and sand, worn away by time and wind. But they're all uncovered. No organic matter left and everything left behind in its place. Frozen in time, like... Als ob die Leute erst vor kurzem gestorben wären. Yes. The evidence seems clear. The proto-matter detonation happened only weeks, perhaps even days ago. We're going to need to make an accurate simulation to continue our studies here. I suggest using modified pattern enhancers to do this. Bestätigt, wir installieren mehrere Musterverstärker. Ich habe sie nicht ganz so vorgelesen. So, das heißt, den ersten platzieren wir mal hier. Enhancers online. The signal is strong and clear. So, da kommt der nächste hin. Two down, two to go.
That's three. One more and we'll be ready. So. Und den letzten. Jetzt. That's the last one. All enhancers online and standing by. All right. The enhancers should give us a pretty good image range. Your tricorder can then act as the center of the network control for the enhancers. I can tie in my data to your tricorder whenever you're ready. Get a little closer to the center of the square so we can see what happens. Gut, lassen wir uns zum Zentrum des Platzes gehen und loslegen. Dann lasst uns mal. Aha. Jetzt sehen wir schon einiges. Note that the alien is using the pillars in a specific order. They're making the murals match up on each pillar. Sieht faszinierend aus, ne? Looks like some kind of functionary, priest or bureaucrat, I think, would unlock the door by turning the murals on the pillars. The top mural on each pillar seems to be locked in place for reference. We should follow the order they used on the pillar murals. If we can turn them correctly, I believe we'll unlock the door. Die Malerei in der richtigen Reihenfolge, also sie waren das erste hier drüben. Schau mal. Das sieht ganz gut aus. You hear that? That's the first pillar set in place. So. That's two pillars set into place. Das nächste. Bild ist es auch nicht. Ah, das sieht schon besser aus. Nee. Ja. Three pillars are locked in now. Entschuldigung, ich muss mal kurz husten. Ah ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt machen wir das untere noch. Und da ist es. That's it! It's working! Well done! Shall we see what secrets this building holds? I think I see another mural inside the doorway. We should take a look at it. Schauen wir uns das Bild mal genau an. Wir haben es ja gerade schon aus der Nahe gesehen und es ist das Föderationsdelta. Was wir da gesehen haben. Isn't that the symbol of your Starfleet? How did it get here? How could it be in a temple of people who don't even have electricity, much less space travel? This is getting stranger by the minute. We should search the temple for more murals. Also, es ist das Föderationsdelta. Wir sind in einer Region, wo die Föderation noch nicht mal war. Und hier gibt es das Föderationsdelta, ne? In der Tat, wir sehen wir uns die Bilder hier drin an. Wo geht's lang? Andersrum. Gut. Ah, hier ist ein Bild. Beim Bild untersuchen. Those people in the picture, they don't look like the others. Sie sind von der Sternflotte, aber der Sternflotte des 23. Jahrhunderts. What happened here? If Starfleet officers contacted this civilization in the past, why wouldn't you have a record of it? We should head deeper into the temple and continue our search. Also hier gibt's ein Rätsel, was zu lösen gilt. Bestätigt, suchen wir tiefer im Tempel nach Antworten.
Schön, dass wir es erkannt haben an dem Bild. I think the panel on the wall here can be pushed to open something. Dann drücken wir doch mal drauf. Those inner doors across from the panel are opening. Ja. Ja, man sieht jetzt hier so ein bisschen durch. Extrem geiler Höhlenzug. Und wir scannen mal nach Hinweisen. According to my tricorder, we've reached ground zero. This is where someone detonated the protomatter bomb. From here, a self-propagating cascade of proto-energy radiated outward in all directions, washing over the entire planet. Könnte es sich hierbei um ein gescheitertes Terraforming-Projekt handeln? Doubtful. I believe what did this was built specifically as a weapon. There's no new ecosystem. All life was eliminated. I'm picking up a residual energy signature here. Take a look. 16 centimeter wavelength with a slight kaon leak. I've seen this before. It's a byproduct of Zenkethi technology. Zenkethi Technologie hier? Sir, wir haben im Orbit des Planeten eine verlassene Raumstation entdeckt. Es gibt auf der Station keine aktiven Energiequellen und sie wird von großen Mengen an Staub bedeckt, der sich über Jahrzehnte angesammelt haben muss. Dadurch ist sie innerhalb des Asteroidenringes auch so gut wie unauffindbar. Leider sind wir hier nicht der Einzigen, die die Station gefunden haben. Mehrere Raumschiffe sind in das System eingeflogen und haben Anspruch auf die Station erhoben. Wie lauten Ihre Befehle? Beamen Sie mich mit einem Ort-zu-Ort-Transporter direkt auf die Station. Schützen Sie Lucari-Schiffe. Ich bin noch nicht bereit. Machen wir gleich. Ich wollte mich nochmal kurz einen Umblick hier nochmal werfen. Also ich von hier aus soll die todbringende Welle gestartet worden sein. Gut, zur Station biegen. Und hoch. Ja, da ist auch schon mal ein interessantes Rätsel, um was es hier geht. Und da ist die Station. Eine alte Föderationsstation. Wir befinden uns auf der alten Raumstation der Föderation. Eine Tiefenraumstation der K-Serie, um genau zu sein. Doch wie ist sie hergekommen? Was ist hier zugestoßen? Dort an der Wand befinden sich einige befindet sich eine Plakette. Vielleicht können Sie mehr verraten. Da ist die Plakette. Plakette untersuchen. Hier steht Deep Space, K-13. Admiral, diese Station ist vor über 100 Jahren in der Zeit verschwunden. In Zeit und Raum verschwunden. K-13 war zuvor im Beta-Quadranten. Schade, ich wollte jetzt eigentlich auch mal auf die Plakette zoomen. Sie haben auf dieser Station nichts zu suchen, Admiral. Ich beanspruche Sie und alles, was sich darin befindet, als Bergungsgut. Eine derart geschichtsträchtige Umgebung sollte einen guten Urlaubsort abgeben. Leben Sie unerforscht weiten hautnah in Metrans K-13. Aber ich schweife ab, sofern Sie nicht hier sind, um über die Verpackung der Station zu verhandeln, lege ich Ihnen dringend nahe, von meiner Station zu verschwinden. Noch ist sie nicht Ihre Station. Ich denke, ich werde mich hier einmal umsehen. Vorsicht, Admiral. Dieses alte Prunkstück benötigt umfassende Reparaturen. Sie wäre doch wirklich schade, wenn Ihnen das eine oder aktive den aktiven Stasis-Kabel meiner Männer an Bord entdeckt haben, etwas zustoßen würde. Dann werde ich wohl sicherstellen müssen, dass hier nichts dergleichen geschieht, Daimon. Dabor Ende. Ich warne Sie, Admiral. Meine nausikanischen Wachen sind keine Freunde von Eindringlingen. Da steht Deep Space K-13. Starbase Class. United Federation of Planets. Gut. Wollen wir mal.
Lala, ich würde. Achso. Ich würde Verkauf anbieten. Lala, Freundschaftsbonus. So. Ach, verdammt. Chief Engineer Calls, Logbuch des Chefingenieurs, 18. März 1570. Hatten heute Morgen eine Diskussion mit unserem Sicherheitsdienst über die klingonische Gefangenen in der Rastzelle. Wir können sie nicht einfach eingesperrt lassen. Sie hinzurichten steht außer Frage. Gleichzeitig können wir sie aber auch nicht auf den Planeten unten schicken oder sie einfach auf der Station frei herumlaufen lassen. Wir suchen weiterhin nach Optionen, aber ich vermute, dass die Stasis-Stapseln, die wir auf der Krankenstation haben, schon bald nützlich erweisen werden. War ich ein wenig vorschnell, leider. Admiral, diese Technologie ist uralt, aber dennoch überraschend funktional. Zumindest auf einer rudimentären Ebene. Im 13. Jahrhundert hat man noch Dinge gebaut, die für die Ewigkeit halten sollten. Die Nausikaner konnten die Energie teilweise wiederherstellen, doch sie waren dabei sehr hastig. Sie konnte jederzeit wieder ausfallen. Mir ist derweil auch gelungen, diese Sicherheitsfelder zu deaktivieren, sodass wir nun Zugang zu anderen Bereichen der Station haben. Haben Sie noch was anderes im Computer entdeckt? Im Computer existieren auch einige Logbuchdateien. Die meisten von ihnen sind unlesbar, doch ich werde sie wohl den letzten Eintrag wiederherstellen können. Dann schießen sie los. Chief Engineer's Log, Supplemental. By my account, we've been hurled back in time to the 16th century. To make matters worse, we're a very long way from the Denova system. None of our shuttles are warp capable. And even if we could get to Earth, we'd be in the wrong time. In short, we're stuck. There's nothing to do now but wait and try to conjure up a way to get back to the right time. Das ist also Teil der Geschichte. Können wir dieses Terminal verwenden, um die Nausikaner aufzuhalten? Dieser Computer kann nicht länger mit den Hauptcomputern in Verbindung treten. Allerdings können wir nun das andere Labor betreten. Schließlich wurden die Sicherheitsfelder ja deaktiviert. Von dort aus können wir womöglich auf den Hauptcomputer zugreifen und dabei den Nausikanern den weiteren Zugriff verwehren, um so zu verhindern, dass die neuen Felder aktiviert werden oder auf andere Leute aufhalten. Die Strafe für unbedarftes Betreten ist recht hoch, Admiral. Ich werde sie zur Rechenschaft ziehen. Ja, du mich auch. So, das ist das Büro. Wir kommen hier leider nicht weiter. Können hier auch nichts weitermachen. Können uns ein bisschen umgucken. Und das war's dann auch schon. So, wir können links rum, wir können rechts rum. Wir gucken auf den Zoom. Da steht ein... Achso, der lebt noch. Damit ist der auch Geschichte. So, wir müssen da irgendwie rein. Die Türen scheinen verschlossen zu sein. Wir müssen sie irgendwie umgehen. Ja gut. Dann gehen wir wahrscheinlich erstmal hier rein. Hallo Jungs, wie wär's mit uns zwei? Oh Jungs, geht mal auf den rauf. Ich mach den mal kurz fertig. So, erledigt. So, da ist der nächste Computer. Da liegen wohl ein paar Leutchen in der Stasis. Logbuch, Nachträge lesen. Chief Engineer's Log, August 6th, 1570. The Warp Booster Sled Project is officially a bust. When we tried to spin up the coils, we couldn't get a stable warp field. Yashvi and Arlington managed to shut it down and stop a breach, but the shuttle's impulse drive is shot. I hate giving up, but we just don't have the parts we need to make it work. Mutig, doch ihre Chancen waren nur gering. Ja, hier liegen die ganzen Offiziere oder Crewmitglieder in der Stasis.
Ich sperre den Zugriff der Nausikaner auf den Hauptcomputer. Dadurch sollten sie nicht länger in der Lage sein, weitere Subsysteme der Station unter ihre Kontrolle zu bringen. Gute Arbeit. Irgendwelche weiteren Informationen? Es gibt da noch einen weiteren Logbucheintrag. Admiral, abspielen. Chief Engineer's Log, April 17th, 1570. Today we visited the planet we're calling Draconis 3 to collect supplies. The good news, there's a humanoid civilization down there. The bad news, a potential Prime Directive violation. Our landing party was seen beaming in by some of the locals. We're hoping that doesn't impact their culture in any way. One thing's for sure, they can't help us go home. Their tech level is Bronze Age at best. Besteht die Möglichkeit, Sicherheitsmaßnahmen von hier aus einzuleiten, um zu verhindern, dass die Nausikaner Kontrolle über diesen Ort einhalten? 1570, muss man sich überlegen. 1442 war Kolumbus gerade nach Amerika gekommen. Stellen Sie meine Geduld nicht auf die Probe, Admiral. Hier links wurde es mal wieder aufgezeigt. Gut, jetzt weiter. Das mitgenommen, ja. War noch irgendwas? Nein. Dann gehen wir mal hier durch die Tür rein. So, wir schicken mal alle auf den gleichen. Aber es geht gut voran. So viele sind's nicht. Und da sitzt der Ferengi mit noch einem. Ah, hier ist der Transporterraum auch gleich. Hilfsenergie aktivieren. Hilfsenergie wird hochgefahren. Ich aktiviere das Streuungsfeld von geringer Intensität, um zu verhindern, dass die Nausikaner weiter Verstärkung überbieten können. Ausgezeichnet. Ich habe die letzten Logbucheinträge gefunden, Admiral. Die restlichen Sicherheitsspeicherinhalte des Computers sind zu beschädigt, um sie weiter herzustellen zu können. Auf den Schirm. Chief Engineer's Log, July 26, 1571. Most of us went into stasis this morning. There weren't enough pods for everyone. Three of us had to stay awake. We drew lots. Vaughn, Sheridan, and I were the lucky winners. Since we're out of options, we've decided to go native and live out our lives under Conus 3. Hopefully, one day our records will be found, and the people of Station K-13 will be remembered. Die ist ganz schön gezeichnet, ne? Ich hoffe, dass es Ihnen wohl unten gut gegangen ist. Erwerbsregel 431. Wenn der Kampf beginnt, dann übernehmen die Händler. Nimm das, Captain. The Prime is trespassing. The sentence is bad. Enemy targets are defended. So, oh man. Der hat keine Chance. Gegenstände nehmen. Wir kriegen eine Waffe. Auf ihr Schiff zurückkehren, wenn wir wollten. Wir können mal gucken. Admiral, Sie müssen sofort aus dem Schiff zurückkehren. Man dran und seine Nausikanisch verbunden haben Abfangkurs auf uns und die Concordium gesetzt. Jetzt nicht. Wir gucken uns hier nochmal um. Ah, Bildschirm. Hier scheint wohl ein Büro gewesen zu sein. Oder eine Messe oder irgendwas. Auf jeden Fall war hier mal was. Gut, wir sind mit durch hier. Ich sehe jetzt auch nicht, da ist noch was. Was wir uns angucken können.
Logbuchanträge lesen. Chief Engineer's Log, July 9, 1571. It's decided. Most of us are going into cryosleep. Those who stay awake, well, there's the rub. Going to live on a remote part of the planet below is likely, despite the Prime Directive issues. Staying here isn't viable. When the supplies are gone and the remaining power is in the stasis pods, anyone left is a goner. This station will be there too. Das war keine leichte Entscheidung. Waren die Katze nicht vorhin auf der anderen Seite? So, also hier ein Logbucheinträge. So, return to ship. Und hochbeamen. Jetzt haben wir nochmal einen Kampfeinsatz. So. Wie ich sehe, haben sie den Nausikaner auf meiner Station ausgeschaltet. Ich werde diesen Verlust einfach auf ihre Rechnung setzen, Admiral. Ich hoffe, sie können dafür gerade stehen. Andernfalls werde ich mich wohl ihren hübschen Schiffes bemächtigen müssen. Wenn ich so darüber nachdenke, werde ich mir ihr Schiff wohl in jedem Fall aneignen. Ob sie zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, hängt von ihrer Kooperationsbereitschaft ab. Sie können es gerne versuchen, Daimon. Auch wenn ich nicht glaube, dass ihnen das Ergebnis gefallen wird. Wir gehen mal auf Feuer. Ja. Das ist schon das für die Geschichte. Jetzt gehen wir hier weiter. Doch mal ein bisschen reparieren. Unterschiedliche Geschichte. Das ist auch Geschichte. Talon Schlachtschiff. Das wird interessant. Holen Sie mich hier raus. Maximaler Warp. Und er ist weg. That was quite an adventure. I knew Mardrin was greedy and treacherous, but I never thought he was willing to kill to get what he wants. In spite of that, I feel like we've learned so much out here. And for the better. Sie werden feststellen, dass es dies bei interstellaren Erkundungsreisen regelmäßig der Fall sein wird, Captain. Gefahren und große Entdeckungen liegen oft nah beieinander. I'd say our first flight was a success. Now we need to share our discoveries with everyone back home. I hope today's events will convince my people of the continued need to explore and to be part of the galactic community. With luck, we'll do this again sometime and soon. On behalf of the Lucari people, thank you. Es war mir ein Vergnügen, Captain. Sichere Reise. Ich würde dieses Ereignis eher als grauenhaft bezeichnen. Die Tsinketi waren seit Jahren still. Nun setzen sie Protomateriebomben ein und begehen Völkermord. Außerdem gibt es noch das Problem mit der K-13. Wie sind sie überhaupt hergekommen? Ich rufe Graue Panther, damit sie ihr Reparaturteam schicken. Die Flotte soll diese Geschichte übernehmen. Alle Stationen haben sich gemeldet, wir können auf ihren Befehl abfliegen. Also die Grauen Panther, das ist die Flotte hier. Ne? Und ja. Jetzt noch nicht, sammeln erstmal weiter ein. Gut.
Grauer Panther hier, K13, dann später da. Da kann man K13 dann aufrüsten, wenn man möchte. Ist die Station irgendwo zu sehen? Da ist die Concordium. Also irgendwann ist hier auch die Station zu sehen. So, wir verlassen dann mal das System. Ich würde blablabla grauenhaft bezeichnen. Gut, das haben wir schon gelesen. Ja, und wir fliegen raus aus dem System ohne Warp. Ja, nee, ist klar. Wir sind bei Ferenginar Lucari-System, sind wir. Na gut. Ferenginar war da, Lucari-System. Finala, Lala, Altair. Wo war denn da? Ah, 20 Draconis, da hinten waren wir. Da ist das Breen-System und da ist auch 20 Draconis. Gut. Wir rufen jetzt noch das Kommando und dann... I'm happy to hear the Lucari handled their first experience with space exploration well. There's talk of their desire to join the Federation, and from what I'm seeing, they'd be fine members. The mystery of Station K-13 has been solved, although the past violation of the Prime Directive by some of its personnel is a concern. Hopefully the crew preserved in stasis pods will be able to shed a little more light on that situation. Finally, this news of a Zenkethi protomatter weapon is disturbing. I'll be looking into it from all angles, diplomatic and military in particular. We've fought a war with them before, and I'd prefer avoiding another now. Gut, wir können uns jetzt was an Belohnung aussuchen. Also wie es dann weitergeht mit der K-13, keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lasse mich mal überraschen. Vielleicht kriege ich das mit der Flotte, oder ich wäre alleine in der Flotte, so gesehen nur noch aktiv. Kriege ich es vielleicht auch mal irgendwann mal raus. Oder es wird dann halt doch mal irgendwann mal erzählt. So, wir können das jetzt ja auch nausikanische Sachen irgendwas aussuchen. Egal, wir nehmen den Torpedowerfer erst einmal und dann ist. Congratulations. Ja gut, hier oben wurde jetzt ja was freigeschaltet für mich. Ich bin Schlange 60. So. Damit haben wir diese Quest auch durch. Wir sind am Ende erstmal sämtliche Questreihen angekommen. Badlands habe ich noch eine Quest, eine kleine Questreihe, die neu dazu kam, die ich noch nicht gemacht habe mit diesem Charakter, beziehungsweise neu gestartet wurde. Ansonsten, wie man sieht, habe ich eigentlich alles soweit durch. Ja, der Krieg von gestern, da haben wir uns mal schon eine ganze Weile durchgekloppt. Ne, hier Krieg von gestern, hier mit Daniels, ist ein bisschen vermischt. Geht dann später weiter. Hier drin, temporale Front und endet dann in Ragnarök. Irgendwie. Na, man kennt das ja. So, das war's. Der Ukrainische Krieg. Und damit haben wir eben neue Grenzen. Die einzige Mission da drin abgeschlossen. So, mal schauen, wann ich mal wieder neue Quest denn hier für Star Trek Online aufnehme. Ich hoffe, euch hat es bis jetzt gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns auch wieder, wenn es heißt Let's Play Star Trek Online hier auf meinem Channel Xenton's LB. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und sage an dieser Stelle Tschüss.